Hey YouTube-Crowd! Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum bei Männer- und Frauenklamotten die Knöpfe immer unterschiedlich angebracht sind? What's the reason? Das wollen wir heute überprüfen in einem wissenschaftlichen Experiment mit meiner Assistentin Dr. Nö. Dr. Nö hat sich diese Klamotten, die im Haus verfügbar waren, allesamt angezogen und zwar vollkommen freiwillig. Ruhe. So, wir wollen jetzt überprüfen, warum Frauen die Knöpfe immer links und Männer die Knöpfe immer rechts haben. Moment. Dr. Nö, ich muss jetzt hier... Moment. Ah. Hey, hallo, hallo. Oh Gott. Hallo, Notruf, Notruf. Der Polizeinotruf? Ja, wir kriegen die Knöpfe nicht mehr auf. Sie sind hier beim Polizeinotruf und nicht bei einer Apotheke. Machen Sie bitte die Leitung wieder frei. Aber es ist wirklich ein Notfall. Okay, dann fangen wir ganz von vorn an. Wo befinden Sie sich? In einem Fahrstuhl. Im Fahrstuhl. Okay, und wo befindet sich der Fahrstuhl? Zwischen zweitem und dritten Stock. Zweiten und dritten... Alles klar, wir überspringen das mal mit dem Ort. Nächste Frage. Um was für einen Notfall handelt es sich denn? Wir führen ein wissenschaftliches Experiment durch. In einem Fahrstuhl. Richtig, wir wollen überprüfen, ob Frauen die Knöpfe immer links und Männer die Knöpfe immer rechts tragen. Aber da brauchen Sie doch kein Experiment für durchzuführen. Das ist immer so. Wirklich? Ja, wirklich. Schwören Sie's? Ja, ich schwör's. Okay. Party People, wenn das die Polizei schwört, dann muss es wohl stimmen. Respekt! So Leute, klickt ganz schnell auf die Wissenverarztsendung und lernt alles über Männer- und Frauenknöpfe. Und dann kommt ganz schnell wieder hier zurück und befreit mich. Und der Erste, der mich befreit, der bekommt ein Date mit mir. Deal?